Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Heidi und ich möchte heute mit euch diese Verpackung basteln. Und wie gesagt, ich habe das wieder auf YouTube gesehen und zwar ist das diesmal eine Kuli-Verpackung und da gibt es ganz, ganz viele Videos schon davon. Aber ich fand die toll und ich habe gedacht, ich bastel das für euch nach. Und wir basteln das jetzt zusammen. Und dann habe ich mir überlegt, ich war eben noch im D&M einkaufen und ich hätte mir einen Eyeliner geholt. Es muss doch kein Kuli sein. Es könnte auch so ein Eyeliner sein, den man verschenken kann. Ne? Also, den könnte man da auch reinmachen. Der passt wunderbar da rein. Und ich zeige euch jetzt auch, wie das geht. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen weiblich angehaucht und ich habe mir gedacht, wir könnten aber auch mal so ein bisschen das Ganze männlich anhauchen. Wie es geht ja schon nächsten Monat, haben wir Valentinstag und wenn ihr vielleicht euren Schatzi einen Kugelschreiber bestellen wollt mit so einem schönen Spruch drauf und dann wäre doch sowas eine tolle Verpackung dafür, oder? Oder ihr bastelt das halt wieder weiblich, in die Richtung weiblich. Macht einen Kuli rein oder, wie ich sagte, schon bereits so ein Eyeliner. Finde ich eine ganz, ganz tolle Idee, um sowas zu verschenken. Also, ihr Lieben, ich denke, wir fangen mal an. Ihr kennt mich, ich bastel das einmal vor und dann basteln wir das zusammen nach. Es sollen halt immer Sachen sein für Anfänger. Ja, also, die lege ich hier oben hin und wir legen los. Was brauchen wir? Ich erkläre euch das alles wieder im Laufe des Videos. Diesmal ist es gar nicht so viel. Wir brauchen erstmal einen Farbkarton eurer Wahl. Diesmal nehme ich weiß, weil ich will das jetzt so ein bisschen männlich anhauchen. Und dieser Farbkarton hat die Maße 19 cm mal 13 cm. Dann legt ihr die kurze Seite an und falzt bei 3 cm, 4,5 cm, 6,5 cm, 8,5 cm und 10 cm. Und ihr Lieben, das falzen wir jetzt einmal. Aber wir falzen diesmal so. Wir fangen in der Mitte an. Und falzen das einmal in der Mitte, weil wir gleich müssen wir noch was schneiden. So, einmal mittig. Dann haben wir das so. Dann falzen wir das nach innen. So. Und das falzen wir auch einmal so rum. So. Und dann entsteht sowas. Und jetzt müssen wir nämlich schneiden. Und zwar nehmen wir unser Schneide- und Falzbrett. So. Ich muss das jetzt ein bisschen runterholen, sonst sehe ich nichts. Obwohl, ich habe mir gerade schon eine stärkere Lesebrille geholt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass ich mehr sehe. Also ich müsste auch mal wieder zum Augenarzt. So. Das legen wir jetzt bei, muss auf einen Schmierzettel gucken, auf der langen Seite bei 1,5 cm an. Hier haben wir ja dieses, ich lege es mal so, so ein Berg. Dieses hier. Und hier habe ich was Schwarzes drauf. Okay, so, diesen Berg. Wir legen das auf der langen Seite an, bei 1,5 cm. So. Und dann schneiden wir in diesen Berg. Also ich hoffe jetzt, mein Kopf ist nicht im Bild. So. Schauen wir mal, ob ich das richtig geschnitten kriege. So. Das ist der Berg. Und hier haben wir, wenn ihr das seht, was reingeschnitten. Also hier zwischen schneiden wir. Jetzt legen wir wieder die lange Seite an
bei 1,5 cm und schneiden wieder diesen Berg. Für mich ist das sehr, sehr schwierig jetzt, weil es so schräg liegt. Also weiter weg, ich sehe es nicht. So, seht ihr das? Also, hier haben wir reingeschnitten. So. Jetzt legen wir das mal zur Seite. Jetzt muss ich selber überlegen, was wir weitermachen. Okay, das haben wir erledigt. Und dann falzen wir die anderen Seiten. Das nach innen. Hoppala. Und das falzen wir auch nach innen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. So. Ich mache das mal hoch. Und so. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das kleben wir nämlich nachher hier unten zusammen. Hier, das kommt dann hier runter. Und dann sieht das so aus. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu kompliziert erklärt. Okay. Was wir dann brauchen. Da habe ich den passenden Farbkarton genommen. Mein Schmierzettel wieder. Und zwar, dieser Farbkarton hat die Maße 5,5 mal 2,8 cm. Davon brauchen wir zwei Stücke. So, und die werden gefalzt bei 1,5, bei 3 und bei 4,5 cm. Das können wir uns auch schon mal durchfalzen. So, das lege ich mir auch an die Seite. So. Und so. Gut. Dann brauchen wir Designerpapier. Und zwar hat das Designerpapier die Maße 19 cm mal 10,4 cm. Also 19 cm mal 10,4 cm. Das Ganze falzen wir bei 3,2, 4,8, 8 cm und 9,6 cm. Das ganz schmale wird unsere Klebeleiste. So, das legen wir uns jetzt zur Seite. Und jetzt, ihr Lieben, fangen wir an zu kleben. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, warum ich hier was Schwarzes drauf habe, aber das ist jetzt nicht schlimm, das kommt sowieso nach innen. Wir nehmen unsere beiden kurzen Teile. Die schmale Seite, das wird unsere Klebeleiste, die kleben wir uns hier oben dran. Und das mache ich jetzt eben erstmal. Einmal hier Kleber dran. Und einmal hier Kleber dran. So. Und dann kleben wir uns das. Ich muss das mal näher holen. Ich hoffe, ihr seid dann auch noch im Bild. Kleben wir uns das hier so dran. Und das machen wir hier auch. So. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Erstmal. Was wir jetzt machen, das wird hier zusammengeklebt. Muss ich selber nochmal schauen, jawohl. So, das legen wir jetzt nach unten. Hier ist das aber noch nicht gerade. Das passt aber. So, das legen wir uns jetzt so rum hier hin und dann machen wir hier unseren Kleber dran. Jo, Heidi klebt auf die Matte. Wie soll es anders sein? So.
Mal kurz weg. So. Ich klappe das Ganze um und klebe das so zusammen. So. Drücke das nochmal. So. Und dann sieht das bis jetzt so aus. Die klebt es noch nicht richtig. So. Jetzt kommt das Hexenwerk, was eigentlich gar keins ist. Wir stecken das einfach, dafür haben wir diese Schlitze gemacht. Einfach, jetzt wieder das Wort einfach, dann wird es nicht einfach. Doch. Stecken das einfach hier rein. Und das machen wir hier auch. Jetzt mal kurz gucken, damit ich den Schlitz habe. Na, die Seite will nicht, aber die muss. So, jetzt schaue ich mal, ob ich schwarze Finger habe, weil hier habe ich schon wieder was Schwarzes dran. So, und dann sieht das Ganze so aus. Mehr ist das im Prinzip eigentlich gar nicht. So, dann machen wir uns ran an unserem Designerpapier. Ich habe das hier alles schon gefalzt und wir falzen das Ganze jetzt einmal durch. So, und noch hier unsere schmale Klebeleiste. So, und die Klebeleiste bekleben wir auch direkt. Machen wir uns Kleber drauf. So. Falzen das einmal und drücken das Ganze an. Ich hoffe, ich kann es jetzt noch ein wenig schieben. Ja. Drückt nochmal drüber. So. Und dann können wir das, jetzt schaue ich erstmal, jetzt nehme ich mal so einen blauen Kuli, lege den hier rein und dann schaue ich mal, ob das passt. So, und schiebe das Ganze drüber. Und dann sieht das schon mal so aus. So, dann habe ich mir genommen, ich habe hier so blaues Schleifenband. Das klebt noch fest, das habe ich noch nie benutzt. Dann muss ich erstmal das Tesafilm runter machen, wenn es denn dann will. Ich klebe mir das kurz mal auf die Hand. Aber der hält es auch nicht. Sonst klebt immer alles an mir, aber das diesmal nicht. So, dann schneide ich mir davon was ab. Binde mir eine Schleife. So. Wenig zu lang. Jetzt richte ich die noch ein wenig aus. Dann schneide ich die noch zurecht. Jetzt so. Und dann kennt ihr meine Lieblingsstanze. Das ist diese hier. Das ist diese hier. Schönes Deutsch.
Dann nehme ich mir ein Stück vom Designerpapier, wenn ich das irgendwo jetzt finde. Das habe ich alles schon zur Seite geräumt. Ich schau mal gerade. So, dann stanze ich mir ein Stück hier raus. Das kommt gleich hier oben drauf. Und ein Stück Weißes. Dazu brauche ich aber einen Stempel. Ihr nehmt wieder einen Stempel, der euch gefällt oder das, was ihr da habt. Ich habe jetzt diesen Stempel für dich. Ich habe letztens gemerkt, war das Stempelkissen, das lässt im Moment nach. Habe mir aber schon was Neues bestellt. Wollte mir erst den Auffüller bestellen, aber ich habe mir direkt nochmal diesen bei dem großen A-Anbieter bestellt. Weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Schon, dass man das da reingibt und so. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, habe den nochmal bestellt. Damit das richtig, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich habe mir nicht den Auffüller bestellt, sondern ich habe mir ein Stempelkissen bestellt. Nochmal. Es gibt dazu auch einen Auffüller. Aber irgendwie sagt mir, nee, ich will den Auffüller nicht, ich will nochmal dieses Stempelkissen. So, jetzt schaue ich mal, dann stanze ich mir nochmal dieses Unterteil aus. Das habe ich mir dann mit, andersrum, 3D-Punkten aufgeklebt. Die hole ich mir kurz raus. Und mein Piekser, da habe ich 3 Stück drauf gemacht. So. Hier. Und hier. Und hier habe ich mir die auch drauf gemacht. So. Und hier nochmal. Und nochmal hier. So, dann klebe ich mir das jetzt einmal so hier mittig drauf. Hier mache ich auch noch die Klebefolie ab. Und dann klebe ich mir das hier nochmal drauf. Gut. Und dann, ich hole mal die eben dabei, dann habe ich mir noch so Klebepunkte drauf gemacht. Ich muss mir demnächst mal wieder neue holen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das beim Mann aussieht, solche Klebepunkte drauf. Aber es muss immer irgendwie, mal 2 verschiedene drauf. So. Ich muss mir demnächst noch mal, ich muss mal bei Action gucken, ob die da wieder Klebepunkte haben. Ihr Lieben. Und so sehen die Verpackungen aus. Wie gesagt, das wollte ich mal so ein bisschen so anhauchen in Richtung Mann, weil ich denke, das ist wirklich mehr weiblich. Und Mann für mich klar ist halt hoppala, verkehrt rum. Da müssen wir das nochmal so rum dran machen. Für Mann wirklich, habe ich gedacht, der Kuli, für was die Verpackung hier eigentlich auch ist. Aber bei einer Frau habe ich echt gedacht, warum ein Kuli? Es kann auch ein Eyeliner rein. Also das finde ich echt schön und der rutscht mir immer hier so raus. Aber der bleibt schon liegen, ihr seht das ja. Das ist das, was ich euch heute zeigen wollte. Und wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch wieder. Und ihr habt Lust, das nachzubasteln. Ich fand das wieder eine ganz, ganz, ganz tolle, süße Idee. Wie gesagt, entweder zum Geburtstag oder zum Valentinstag oder mal zwischendurch oder ihr macht das für Ostern schon fertig, dass ihr da was reinlegt. Ihr Lieben, euch noch einen schönen Tag und bis bald, eure Heidi. Ciao.